Ich bin sicherlich immer ein Kämpfer gewesen, bin über die Jahre ruhiger geworden, mit Sicherheit. Aber ich versuche sehr energisch, das durchzusetzen, was ich für richtig empfinde. Horst Frehl, Jahrgang 51, Aktivist der Behindertenbewegung, Politiker, Richter, Abgeordneter und zuletzt Staatsrat in der Bremer Regierung. Das bewegte Leben eines Menschen, der schon früh für seinen Weg streiten musste und der das auf seine ganz eigene Weise getan hat, nämlich mit Humor und Lebensfreude. Wir haben ihn in Bremen besucht. Sie haben mir schon erzählt, dass Sie sehr früh anfangen mussten, Widersprüche zu formulieren. Hängt das auch mit der Situation als behinderter Mensch zusammen? Ja, mit Sicherheit. Ich hatte mit 15 einen Unfall und bin seitdem querschnittgelähmt und kam dann in eine Spezialklinik in Heidelberg. Dort war ich sehr auf mich alleine gestellt. Mein Vater verstarb ein Jahr später, sodass ich alle Anträge, alle Dinge selber regeln musste. Und ich wollte nach der ersten Ausbildung zum Industriekaufmann dann gerne ein Betriebswirtschaftsstudium anschließen. Und das konnte ich nur mit Widersprüchen durchsetzen. Und nachdem ich die Prüfung bestanden habe, habe ich dann sehr viel Energie darauf verwandt, dort in Heidelberg-Wieblingen an der Fachhochschule aufgenommen zu werden. Und da habe ich meine ersten Widersprüche formuliert, habe ich einen Brief an den Bundespräsidenten geschrieben und vieles mehr, um das durchzusetzen. '76, wie ich dann mit der Krüppelgruppe angefangen habe, drehte man sich noch um, wenn man im Rollstuhl durch die Innenstadt fuhr. Öffentliche Verkehrsmittel waren nicht zugänglich, es gab keine barrierefreien Wohnungen. Die Hilfen wurden, wenn man auf Vielhilfen angewiesen war, nur im Heim erbracht. Eine Situation, in der behinderte Menschen völlig ausgesondert waren. Und in der Situation Stück für Stück zu erkämpfen, dass wir Zugänge ermöglichen. Also zum Beispiel haben wir am Anfang den Fahrdienst für Behinderte erstritten und dann sollte er eingeschränkt werden und dagegen haben wir in der bremischen Bürgerschaft einen Hungerstreik gemacht und haben die Straßenbahngleise blockiert und haben damit Bus und Bahn lahmgelegt und damit erzwungen, dass auch die öffentlichen Verkehrsmittel in Bremen für Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen geöffnet werden. Seine Kenntnisse im Sozialrecht führten den Straßenkämpfer und Hausbesetzer Frehe bald auf eine juristische Laufbahn. Er arbeitete zunächst in einer Rechtsanwaltskanzlei, holte dann das Jurastudium nach und wurde 1991 Sozialrichter in Bremen. Doch sein Interesse an der Politik war letztlich stärker. Für die Bremer Grünen zog er in die Bürgerschaft ein. Rechtsanwendung ist eine Sache, aber Rechtsgestaltung durch Gesetze und direkten Einfluss in der bremischen Bürgerschaft, das ist mehr noch. Und da war ich schon in einer Sonderrolle. Ich glaube aber, dass das spätestens nach 4 Wochen keine Rolle mehr spielte, weil dann die politischen Auseinandersetzungen auch hart waren und man mich als manchmal etwas Spitzenredner empfunden hat und dann spielte das eher eine Rolle. Barrierefreiheit im Parlament. Das Rednerpult war zu hoch für Horst Frehl. Nachdem man ihm vorgeschlagen hatte, von seinem Platz aus zu sprechen, was er ebenso ablehnte wie eine Hebebühne am Rednerplatz, ging es schließlich ums Grundsätzliche. Dann habe ich Ihnen gesagt, nee, Sie machen einen grundsätzlichen Fehler. Sie haben die Vorstellung, dass ich an das Pult angepasst werden muss und nicht das Pult an mich. Und danach kam die Idee, dieses Pult so zu gestalten, dass man es rauf und runter fahren kann und das Schöne war, in der ersten Bürgerschaftssitzung redete als erster Henning Schärf, der damals Sozialsenator war und, soweit ich weiß, 2,5 Meter groß ist. Und das Pult ging weit nach oben. Danach redete die damalige stellvertretende Bürgerschaftspräsidentin Frau Leinemann, die so um 1,52, 1,53 war. Und das Pult ging nach unten. Und alle lachten, weil sich dadurch deutlich wurde, dass das Pult nicht nur etwas für mich ist, sondern für alle von Vorteil. Eine typische Frehe-Anekdote. Nach insgesamt 8 Jahren als Abgeordneter wurde der engagierte Politiker schließlich Staatsrat in der Bremer Regierung. Ein Amt, das er bis zu den Wahlen im Frühjahr 2015 ausübte. Was würden Sie für eine Bilanz ziehen aus Ihrer politischen Laufbahn? Die fällt sehr positiv aus. Wenn ich mir überlege, 1966
hatte ich die Perspektive, in einer Einrichtung mein Leben zu fristen und vielleicht Körbe zu flechten in einer Beschäftigungstherapie und dann 3 akademische Studien zu absolvieren, dann eine herausgehobene politische Rolle zu spielen, eine herausgehobene berufliche Rolle wahrzunehmen und damit auch einiges bewegen zu können. Das macht mich schon ein bisschen stolz. Also ich glaube, dass ich mit meinem Leben ganz gut was anfangen konnte. Ein Thema treibt Horst Frehe auch nach seinem Ausscheiden aus der aktiven Politik weiter um. Inklusion. Schon als Staatsrat hatte er sich für die Auflösung von Heimen und Fürsorgeeinrichtungen stark gemacht. Zur inklusiven Gesellschaft gehören für Frehe aber auch Migranten und die volle Gleichberechtigung von Mann und Frau. Inklusion ist eine gesellschaftliche Umgestaltung. Ich stelle mir vor, dass behinderte Menschen in ganz normalen Wohnungen im Stadtteil wohnen, dort ihre Unterstützung erfahren, dass alle sozialen Einrichtungen darauf ausgerichtet sind, dass behinderte Menschen auch diese Leistungen in Anspruch nehmen können und umgekehrt, dass spezielle Angebote für behinderte Menschen geschaffen werden, dass sie in ihrer Wohnung, so wie ich jetzt hier, leben können und da den Unterstützungsbedarf bekommen, den sie brauchen. Und so muss ein Gemeinwesen organisiert sein. Sie darf nicht Sonderinstitutionen schaffen, wo Menschen abgeschoben werden. Und nun also ein Leben im Ruhestand. Horst Frehe freut sich darauf. Ich freue mich darauf, jetzt nochmal neu überlegen zu können, wie ich mein Leben gestalte. Da bin ich ja noch ganz am Anfang, sind ja wenige Wochen erst her, dass ich in den Ruhestand gegangen bin. Ich möchte gern mehr Sport machen, schöne Touren. Ich fahre gern mit meinem Rollstuhlbike. Ich möchte einmal von Norddeutschland bis an den Bodensee mit dem Fahrrad fahren. Und solche Dinge habe ich mir vorgenommen.